Hey Leute, willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Wir erleben Jody gerade in einer etwas aufständischen Phase. Ja, Teenager sein ist richtig blöd, glaubt mir. Ich weiß, wie das ist, ich hab's auch durchgemacht. Ja, man will eben so ernst genommen werden als Heranwachsender, nicht als Erwachsener. Möchte eben seinen Kopf durchsetzen, aber gleichzeitig ist man auch noch nicht alt genug, um Verantwortung zu tragen. Also nicht unbedingt. Das soll jetzt wieder nicht verallgemeinernd sein. Naja, auf jeden Fall möchte sie auf eine Party, aber Nathan und sein Kollege lassen sie nicht. Och, Jody. Da seht ihr, sie ist halt frustriert. Ich meine, ja, das war eine kurze Phase. Ja, ich kann das schon nachempfinden. Ich meine, jeder von uns war mal Teenie oder ist es vielleicht noch. Oh, ich kann Gitarre spielen. Guck mal, da oben ist ein Smiley hinter der Kamera. Ist das cool. Ah ja, sie kann ja Gitarre spielen. Okay. Ja. Das ist cool, komm her, Mädchen. Okay, das, der letzte Ton, der hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, sie ist halt so ein bisschen Rockstar. Wahrscheinlich gleich noch die Bude demolieren, dann ist alles gut. Guck mal, man merkt so richtig, sie ist stinkig, ne? So, immer so die Hände, wie sie die zu Fäusten ballt und Hass auf die Welt. Ja, aber das ist halt nun mal so, Jody, da muss jeder durch. Hm. Und je mehr man sich aufregt, desto schlimmer wird alles. Ich meine, man... Ja, sie will halt auf die Party, aber da vielleicht nicht. Und deswegen wird's halt alles immer übler. Ne? Aiden? Mach schon, Aiden. Was? Was denn? Also jetzt geht's wirklich los hier, guck mal. Ja, so ist es halt, ne? Also, ich kann es ein bisschen nachempfinden. Vielleicht sollte man ihr einfach mal den Willen lassen, wenn sie ihr ganzes Leben lang hier drin verbringt. Achso, jetzt muss ich wirklich randalieren. Warte mal. Ich mach mal was, was nicht so schlimm ist. Vielleicht den Stuhl hier. Was denn mit Jody? Das bringt dir doch absolut nichts. Doch. Du gehst nicht. Basta. Doch, doch, doch. Das bringt mir was. Randalieren. Das Problem ist nur, sie muss es später... Das nützt dir rein gar nichts. Sie muss es halt später wieder aufräumen. Hier, komm. Naja, an den Verstärker gehe ich bestimmt nicht. Schluss jetzt, Aiden. Big Brother is watching. Scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Okay. Cool. Ah. Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Klar, dann also bis morgen. Wow, also das ist jetzt ein ganz schöner Vertrauensbruch, wenn ich das mache. Orange bedeutet ja, ich kann ihn kontrollieren, aber... Wow, Jody. Oder Aiden, besser gesagt. Oh, Mann. Ich glaube, das wird ihr ja richtig übel nehmen und die Privilegien werden ihr wohl entzogen, welche auch immer sie hat. Nach der Aktion. Ja. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Ich finde die Frise irgendwie total cool bei ihr. Generell mag ich es halt wieder, wenn Frauen so lange Haare haben. So richtig schön lange Haare. Aber bei ihr sieht das echt schnuckig aus. So diese Punk-Zolle mit der blauen Strähne. Ja, ich weiß, aber... Jetzt
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh Mann. Ja, immerhin war es Aiden selbst. Sie hat ja nicht gesagt, er soll ihn kontrollieren, aber... Oh, ich kann auch Aiden gerade nicht kontrollieren. Ich meine, immerhin ist er ja in seinem Körper. Wäre auch ein bisschen komisch. So ein Mist. Mist. Das ist nicht der richtige Weg. Ja, ich wollte hier nur gucken. Aber ohne Aiden gibt es auch keine Geheimnisse. Dieses komische Schwirren da in der Luft. Ne? Oh Mann, Jody, die haben hier doch bestimmt überall Kameras. Was hast du dir dabei gedacht? Oh, guckt euch mal an hier. Department of Paranormal Activities. National Defense Laboratory. Oh Mann, das hier ist alles hochkomplexe Militärkomplex-Ding. Kram, Zeug. Hier, komm, Kumpel, mach mal die Tür auf. Abgeschlossen. Ich weiß immer noch nicht, wie der gute Mann hier heißt. Cole. Ach so, Cole. Jody, Jody, Mädchen. Das geht doch nicht gut. Ich frag mich, wie sie dann in Zukunft abgehauen ist. Also, als sie dann wirklich abhaut. Wenn sie es ihr so einfach machen, hier rauszukommen, dann... war das wahrscheinlich nicht so schwer. Sie haben sie ganz schön unterschätzt. Da ist ein Scanner. Aber wir haben ja keine Knarre dabei, von daher. Ja, es ist eine gefährliche Zeit, oh, glaube ich. Hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Eh? Ja, ich fühle mich nicht... Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht, also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich, also... Stimmt's, Cole? Ja, also... Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Ich lass ihn mal reden. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Ist der Typ doof, also mal ganz ehrlich. Jetzt geht's schon. Oh Mann, dass das funktioniert hat, ich hätte es nicht gedacht. Ganz schön naiv, der Typ. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Oh Mann, komm schon. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Der Boden sieht super aus übrigens. Ah, so ein matt-golden-bronzenes... Oh, schön. Na, war klar. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Och Mann, komm schon. Jody, du willst das nicht echt durchziehen? Es geht hier nur eine blöde Party. Du machst dir richtig Probleme damit. Mädchen, du brockst dir richtig Ärger ein, ich sag's dir. Wo kommt der Schlüssel jetzt her? Naja. Also wenn schon, dann Shotgun. Ja, das sagt man, wenn man Beifahrer sein will. Vorne. Ich setz mich doch bestimmt nicht wie ein kleines Kind auf den Rücksitz hier. Wenn schon eine große junge Frau. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Was? Also doch auf den Rücksitz, oder wie? Warum hat sie denn so viel Angst davor, gesehen zu werden? Ich meine, wenn er fährt, ist das ja nicht so wild. Los geht's, ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Oh, vor allem Cole muss das doch mitkriegen, was da gerade vorgeht. Ich meine, er ist jetzt wahrscheinlich nur Gast in seinem Körper. Hast du frei? Jody?
Och nö. Sicherheitszentrale. Die Sicherheitszentrale, los! Hätte ich jetzt anders handeln können? Ich weiß es nicht, aber... So kriegen sie es auf jeden Fall raus. Dass irgendwas faul ist. Oh Mann. Was halten die jetzt irgendwo hier in der Pampa an? Muss sie jetzt weiter oder wie? Soll ich fahren? Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Oh, komm schon. Das ist fies jetzt. Das ist richtig fies. Du kannst ihn doch nicht einfach irgendwo im Wald aussetzen und dann hoffen, dass es ihm gut geht. Jody, das ist nur eine blöde Party, mal ganz ehrlich. Gehen wir da hin. Sag mal, einfach in den Wald marschieren lassen. Ich wette, das geht nicht gut aus, die Sache. Tja, hier ist die Bar. Und die anderen müssen schon reingegangen sein. Und dann auch noch so eine Ranzbude hier. Also mal ehrlich, ich dachte, ihr geht auf ein Konzert von Metallica oder so. Nein, wir gehen saufen. Happy Hour zu 2 $ Cocktails. Die müssen ja fantastisch schmecken. Ja. Keiner da. Wir warten. Oh, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee war, Jody. Am Ende kommt gar keiner. Komm, bestellen wir uns erstmal ein Glas Milch und dann setzen wir uns hin und warten. Vor allem, ich weiß ja nicht, ob ich mit so Typen hier da abhängen will. Die sind ein bisschen zu alt, Jody. Setz mich mal ins Licht, glaube ich. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Irgendwas ist da faul, Leute. Die kommen vielleicht gar nicht, die anderen. Das macht keinen Sinn, hier rumzusitzen, oder? Da wird sich jetzt auch nichts dran ändern. Also ich würde mich hier tierisch unwohl fühlen an ihrer Stelle. So ganz alleine? Wird mich umbringen. Hoffentlich ist es das wert. Ich glaube, nichts ist es wert, umgebracht zu werden, Jody. Und ich habe das Gefühl, es wird noch was ganz Schlimmes hier passieren. Das ist alles noch ein bisschen zu harmlos. Und die Aktion, die sie sich da eingebrockt hat... Ich hoffe mal nicht, dass die Typen hier in der Bar auf dumme Ideen kommen, die beiden. Die haben schon so komisch geguckt eben. Ich kenne mich jetzt zwar nicht so aus, aber ist es nicht verboten, als Jugendlicher sogar in eine Bar zu gehen? Nicht nur zu trinken? Was nehmen wir denn? Oh, ich hab's befürchtet, der Typ. Ach so, nur Billard, ja gut, dann. Ja, komm.
Ich bin jetzt kein Country-Fan, aber das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Ladies first. Ist das Dolly Parton oder so? Ist jetzt mal ins Blaue geraten, aber... Was? Oh. Nicht schlecht. Was machst du hier? Du bist alleine. Ich warte. Also, ich hab vier Freunde. Sie müssten gleich da sein. Da kommt doch noch irgendwas Schlimmes bei rum, oder? Willst du mich abziehen, Kleiner? Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Das geht sie überhaupt nichts an. Und übrigens fragt man das nicht. Bist du nicht ein bisschen zu alt, um so eine junge Frau anzubackern? Ich meine. Wow. Gar nicht mal übel. Ja, sie hat's halt drauf. Jodie kann alles. Wissen deine Eltern Bescheid? Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Ich find sie super. Wie willst du denn die Kugel versenken, Jodie? Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Alter. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Wer ist da? Wo bist du? Was für Arschgesichter? Ihr könnt doch nicht einfach. Guck mal, zu dritt auch noch. Zu dritt? Was für verdammte Mistkerle. Ja, fang den Tisch, du Schwein. Nee, Leute, da kenne ich jetzt gar nichts. Ist mir egal, ob die dabei zu Schaden kommen. Ihr könnt nicht Jodie sowas... Hier. Ihr Bastard, komm mal her. Ins Gesicht. Nee, wirklich, sowas... Gegen Frauen und Kinder. Und sie ist noch beides. Das macht's umso schlimmer. Ja, dann blöde Kasse kaputt. Du bist ausgemacht. Hier stimmt was nicht. Dreh du nicht durch, Frank! Ja, hier, da. Eure blöden Bilder mach ich kaputt. Und die Jukebox mach ich kaputt. Du bist bestraft für unsere Sünden! Scheiße als Maul, Frank, das ist Bullshit! Warum tun die Gottesfürchtigen immer so, als dürften sie alles? Wir verschwinden von hier! Ja, ich will's hoffen, ihr Drecksäcke. Scheiße! Was soll denn machst du, Sam? Mach doch diese blöde Tür auf! Sie klemmt! Scheiße! Ja, sind wir nicht, brech sie auf! Ja, hau bloß ab! Soll ich? Ach komm! Oh, ich kann den sogar... Nee, Leute, mach ich nicht! Oder? Das sind zwar Drecksäcke, aber ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt! Warte mal, vielleicht... Nein, das kann ich nicht tun, Leute! Jetzt rot ab endlich! Ich glaube, ich muss es tun. Ich habe keine andere Wahl, aber ich will jetzt hier keinen umbringen. Ja, komm, geht. Kannst du nichts mehr raus hier? Die Drecksäcke. Oh, Jodie. Jodie! Mein Gott, was ist mit dir? Jodie, was ist denn passiert? Ich wollte mal ausgehen. Einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß. Es ist okay. Es ist okay. Cole hätte eigentlich jeden Grund wütend zu sein, aber er ist es nicht. Ist ein feiner Kerl, glaube ich. Naja. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Also ich. Würde mich sehr auf eure Unterstützung freuen, das heißt, gebt mir eine Bewertung auf das Video, schreibt mir was Nettes drunter und wir sehen uns wieder bei Allein und bei Beyond Two Souls.